Die Bauchdeckenstraffung ist eine häufig nachgefragte operative Maßnahme. Patienten, die unter einem erschlafften Hautweichteilmantel leiden, insbesondere nach Schwangerschaften oder starken Diäten, wünschen sich einfach hier eine Verbesserung, weil die Hautfaltenbildung einfach Probleme macht im Alltag. Man geht nicht mehr so gerne ins Schwimmbad, man hat Probleme in der Partnerschaft. Vielleicht führt es auch zur Geruchsbildung. Und bei den klassischen Bauchdeckenstraffungen werden diese Hautweichteile durch eine clevere und kreative Schnittführung entfernt. Warum habe ich gerade clever und kreativ gesagt? Weil viele Patienten, aber auch viele Behandler immer noch so eine sogenannte T-Schnitt-Bauchdeckenstraffung durchführen. Das ist quasi eine Bauchdeckenstraffung, wo man einen zusätzlichen Schnitt hat vom Brustbein bis zum Schambein. Und diese Schnittführung ist meines Erachtens fast nie notwendig. Deswegen führen wir kreative klassische Schnittführungen durch und können so die Bauchdecke maximal straffen. Auch die Erschlaffung der inneren Bauchwand ist ein Problem. Hier ist quasi die innere Bauchdecke gemeint, da auf der Ebene, wo die Muskeln den Bauchinhalt, die Gedärme und so weiter in Form halten. Auch hier kommt es zu Erschlaffungen, zu Erweichungen. Und hier kann man durch ganz unterschiedliche Methoden, auch wiederum durch kreative Nahttechniken oder auch durch Netzeinlagen, wenn sie notwendig sind, eben eine Straffung herbeiführen. Wir können auch die Flanken über die innere Bauchwand straffen, sodass wir dem Torso sozusagen eine ganz andere Form geben können. Sie sollten zu uns kommen, einfach weil wir die Sachen, die wir machen, oft tun und einen großen Erfahrungsschatz haben. Ich freue mich auf Sie.